geprüft. Und wir haben in Deutschland das Recht als Jäger, und das darf kein anderer. Wir dürfen das Wild erlegen, also wir dürfen Wildtiere, die dem Jagdrecht unterliegen, erlegen, nach eigenem Ermessen, natürlich nicht ohne Grund. Wir dürfen dann aufbrechen, Fleischbeschau machen und das für unbedenklich erklären und dann auch noch, und das vor Ort, aufgrund unserer Sachkunde, bis auf bei Wildschweinen jetzt und Dachsen, die Trichinenbeschau, die muss von einem Veterinär gemacht werden. Dafür macht er diese Probe dann. Ja. Und dann können wir das als, wenn Steffen jetzt sagt, das ist unbedenklich oder so, dann können wir das dann verzehren. Du würdest jetzt bei den Innereien zum Beispiel, wenn sie jetzt Leberwürmer haben, dann hast du dann so kleine weiße Pünktchen da oder Einlagerung. Da kannst du das Fleisch trotzdem essen, aber die Leber ist halt jetzt nicht für den Fett sehr geeignet. Man kann es machen, aber man muss es jetzt nicht unbedingt haben. Schneidest du mal eine Niere auf? Also ich schneide immer die Nieren auf. Und anhand des Bildes der Niere, ob sie einfach schön strahlenförmig ist, können wir sehen, das ist eine gesunde Niere. Und anhand der Innereien erkennt man auch sofort, ob ein Tier gesund ist. Und das ist ein sehr hohes Gut, was wir haben. Das darf kein Schlachter, das darf kein Amtsarzt. Alles das, was wir an einem machen, das dürfen wir dürfen nicht erlegen. Wir dürfen erlegen, aufbrechen, zerwirken, schlachten und so weiter. Und das dürfen wir vor Ort und dann für unbedenklich erklären. Das ist ein ganz großes, hohes Gut, was wir haben. Eine ganz hohe Befähigung. Das war's. Das war's, ja. Wie gesagt, hier die Fleischprobe vom Zwergfell. Und wenn ich jetzt dann hier vorne das Muskelfleisch noch nehme, dann gehe ich hier rein, schärfe einmal hier auf und hole mir hier noch mal so einen Batzen raus. Dann hat er von seiner Fleischprobe dann auch 50 genug. Gramm sollte die haben, die Trichinenbeschauprobe. Willst du noch was zur Trichinella erzählen? Nee, mach doch. Also für den menschlichen Verzehr ist die Trichine eigentlich, wenn das Fleisch jetzt erhitzt wird als Braten, als Bratwürste, alles über 60 Grad, ist die Trichine eigentlich tot, also abgeguckt. Es geht dann eigentlich nur darum, wenn ich jetzt eine stärkere Sau habe und ich mache Rohware draus, Schinken, Knacker, Salami, dann müsste ich das dann ist es wichtiger, das auf Trichinen zu untersuchen, weil ich ja das Fleisch praktisch roh zu mir nehme. Aber bei so einem Frischling, ja, ist es Pflicht, da die Trichinen zu untersuchen. Aber da man aus dem wahrscheinlich keine Salami oder Schinken macht, ne, wäre es jetzt zwangsläufig nicht nötig. Das wäre ein super, super Stück. So, da hat man fast am meisten vom Wild, so die Größe 30 Kilo. Ne? Genau, weil hier hat man noch ein gutes Verhältnis zwischen Schwatte und Knochen und Fett, was dran ist, und dem Wildkörper eigentlich an sich. Je größer, wenn man jetzt einen starken Keil oder irgendwas hat, dann kann man eigentlich schon fast sagen, 50% von dem Keil sind eigentlich nur Knochen, Schwatte, Fett, die du wegschmeißt. Also du hast dann vielleicht einen 100 Kilo Keil dort hängen, aber hast im Endeffekt nur 50 Kilo, wenn überhaupt, an Fleisch, das du rausholen kannst. Der Rest ist dann alles fürs Fuchsruder oder kannst du die Schwatte vielleicht bekerben lassen. Aber so 30, 40, 50 Kilo so in dem Bereich, aufgebrochen, also ohne Innereien, sind eigentlich so die idealen Sauen. Und sind auch leichter zu handhaben. Gerade wenn man allein unterwegs ist. Die dürfen aber hier Hunde und Schweine da haben, ne? Auch jetzt. Genau, ja. Also ich habe auch vorhin die Hunde nicht so reingelassen. Wenn es diese aujetzkische Krankheit, die ist für den Menschen unbedenklich, also da passiert dem Menschen nichts, wenn die Schweine jetzt eine aujetzki Krankheit haben, den Schwein auch nicht. Aber ein Hund, wenn an den Schweiß leckt oder davon frisst vor dem Fleisch, von der infizierten Sau, ist es tödlich für den Hund. Also ja, da gibt es keine Impfung, da kann der Tierarzt nicht mehr helfen. Das ist innerhalb von, ich glaube, 1 bis 3 Tagen ist der Hund tot. Und es ist ein jämmerlicher Tod, der fängt dann an, sich die Vorderläufe abzulecken oder abzukauen, weil er da scheinbar irgendwie einen Juckreiz oder irgendwas bekommt. Also die fangen dann regelrecht an, sich das Fleisch aufzubeißen. Und dann kannst du zum Tierarzt gehen und der Tierarzt sagt, bevor der sich jetzt selber totbeißt, gebe ich schläfe ich ihn lieber ein. Also nennt, muss es dann auch machen. Nennt sich auch Pseudowut. Also in Assoziation zur Tollwut. Als heißt Pseudowut.
Deswegen solltet ihr, falls ihr Hunde habt, darauf tunlichst achten. Das hat also nichts damit zu tun. Auch für unbedenklich erklärtes Schweinefleisch aus dem Laden, was roh ist, niemals euren Hunden geben. Pseudowut. Also allgemein für euch Hundehalter, wenn ihr nicht, das ist doch eher, ich weiß, dass ich das im Bekanntenkreis, also nicht jagdlich orientierte Hundehalter wissen das gar nicht, dass es die Pseudowut gibt. Da, also, und das kommen jährlich doch einige Hunde deswegen um. Viele wissen vielleicht gar nicht warum. Ja. Das wäre schade. Hallo. Ja, Steffen. Auch, wenn man jetzt dann oft sieht, dann es gab ja mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, in den Tierhandlungen so getrocknete Schweineohren oder so. Das ist eigentlich auch schon fast tödlich für den Hund. Weil das kann dann auch sein, das sind nur getrocknete Schweineöhrchen vom Hausschwein. Selbst das kann dann auch schon tödlich sein. Habt ihr Steffen eigentlich schon einen Waldmannsheil entgegnet? Die meisten ja. Ja, wir Jäger sagen, wünschen uns Waldmannsheil, wenn wir uns treffen und grüßen uns mit Waldmannsheil. Das ist ein traditionelles Ding von Urzeiten her, Waldmannsheil. Wir antworten dann aber auch nur Waldmannsheil. Man sagt nur ein Waldmannsdank, wenn man etwas erlegt hat. Das ist auch gleichzeitig, wenn man sich trifft und kommt morgens zu Waldmannsheil, sagt der andere Waldmannsheil, dann weißt du, er hat nichts erlegt. Lymphknoten. Nee, die ganzen Lymphknoten alle angeschwollen. Also da wenn eine Sau ankommt und die hat extrem diese Krankheit, dann ist es schon fast wie so eine Beulenbiss. Also die ist dann richtig beulig, da hast du dann die ganzen Lymphknoten drin richtig angeschwollen. Ne? Das ist dann auch untersuchungspflichtig und die wird dann auch entsorgt. Ja, Schweinepest das auch so, an der Leber. Eine Zoonose ist, also auch Menschen übergehen. Ja. Also da musst du dann auch vorsichtig rangehen, dann auch Handschuhe anziehen oder am besten gar nichts. Ich habe mal Bilder von einem gesehen. Da haben sie einen Keiler geschossen, da hatte ich die Tuberkulose gehabt, also der sah wirklich total verbeult aus. Und die sind dann hergegangen, haben das Veterinäramt angerufen, nur die haben dann halt den Fehler gemacht, die haben den erlegten Keiler, die haben ihn geschossen, dann schön auf den Behälter draufgelegt, wo unten drunter der Trinkwasserspeicher ist. Ne? Und dann ist auch dann der Schweiß von dem Keiler in den Trinkwasserbehälter reingetropft. Ist nicht so von Erfolg gekrönt. Ne? Magst du noch zum Aufbrechen mit Kasitzen noch mal erklären, mit der schnellen Zeit? Ja. Also wenn man jetzt dann die Zeit ein bisschen überschritten hat vom Aufbrechen her, dann sieht man gerade hier in dem Bereich, wo das Fleisch relativ dick ist, dann wird es so weich, ein bisschen bräunlich von der Farbe her. Also es ist dann nichts mehr rosa oder rot, sondern es wird dann so bräunlich kupferfarben. Also je schlechter es wird oder je schlimmer, umso bräunlicher, kupferfarbener wird es, es wird schwabbelig. Und fängt dann die Verwesung schon an. Ja, also es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du dann das Fleisch in der Hand hast. Ne? Hier, das ist noch alles schön fest, aber das andere, das ist dann wirklich dann richtig schwabbelig. Das nennen wir Jäger verhitzen. Das ist, deswegen ist das so wichtig, dass wir sofort nach dem Schuss das Wild auch finden und dann das Jagdgesetz sagt, dass das Wild unverzüglich aufgebrochen werden muss, damit wir keine einsetzende Verwesung haben, also das Verhitzen. Und das unterbindet man durch Aufbrechen und dann die Bakterien, den Motor und Verdauungsapparat entfernen und dann durch Kühlung. Warum macht man denn hier auch noch Wildspreizer rein, wenn Wild ganz kräftig ist? Ist die Muskelpackung sehr groß und stark und dann dauert das lange, bis das durchgekühlt ist und deswegen macht man auch noch Wildspreizer rein, damit noch mehr kühle Luft im Kühler an die mehr Oberfläche erzeugt wird. Wenn ich den jetzt aufgebrochen habe, baue ich mir mein Gestell hier ab und dann lege ich den in den Kofferraum rein. Also es gibt ja auch diese Heckträger, habe ich auch einen, da transportiere ich das Wild aber nur unaufgebrochen. Weil man merkt ja selber, hinten ist der Auspuff, der direkt geht hoch, ne? Das bekomme ich dann alles ins Wildbrett rein. Mhm. Man darf es noch machen, aber ich finde es von der Hygiene her kontraproduktiv. Ne? Ich packe es, wenn ich in Lüneburg, packe ich mir in den Heckpack, aber mit eingetütet. Genau, dann eine Folie rum. Es gibt jetzt mittlerweile da noch Heckbags, wo du dann entweder eine Faltwanne hinten drin hast oder dann eben auch einen Deckel, dann ist es wieder in Ordnung. Gerade wenn man dann ein stärkeres Stück hat. Ne? Jetzt so ein 60-70 Kilo Keile, der passt jetzt halt nicht so dann im Band da hinten rein. Ne?
aber durch den wir eben im Revier wohnen. Musst du auf den Beifahrersitz setzen. Ja. Anschnallen. Brechen wir es eigentlich nie draußen im Revier auf, sondern fahren es dann rein und tun es dann im Schlachtraum dann aufbrechen. Da habe ich dann Licht, Wasser, weil die meisten Sound schießt ja in der Dunkelheit oder in der Dämmerung. Und bevor ich dann da mit der Taschenlampe da irgendwie rumfummel oder die Taschenlampe ist alle, da fahre ich dann lieber rein, da habe ich Licht, Wasser. Wenn der Schuss dann doch mal schlecht sein sollte, dann kann ich das alles sauber ausspülen, kräftig ausspülen und habe das Wildbrett dann sauber. Weil es ist halt auch eine Qualität, ne, die wir dann auch dem Kunden, wir dürfen ja dann auch das Fleisch dann weiterverkaufen, die du dem Kunden dann gibst. So tut man sich dann auf seinen Kunden schon aufbauen. Wenn du jetzt einen Scheißdreck an den Kunden verkaufst, das hast du beim nächsten Mal das Ganze behalten. Kauf nichts mehr von dir. Und bei uns ist dann auch eben die Prämisse so, alles was man selber essen mag, das verkauft man dann auch gern weiter. Und weil, wo man dann selber schon Bedenken hat beim Aufbrechen, oh, das ist jetzt vielleicht verhitzt oder irgendwas, das mag ich schon gar nicht mehr selber essen, dann verkaufe ich das auch nicht. Dann wird es abgespattet oder abgezogen, wird eingebügelt in die Gefriertruhe, da haben wir eine extra Gefriertruhe dann, und dann kochen wir Hundefutter raus. Also wir kochen dann auch, wir haben große Schlachtkessel, da wird dann auch Schwarzwild abgekocht, dass dann, wenn es genau jetzt da ist, dass es abgedötet wird, kommt durch den Wolf durch, wird in die Dose reingemacht und dann habe ich Futter für meine Hunde. Magst du noch mal zu den Abschussplänen, weil viele Leute glauben, wir ballern, wie wir wollen. Ja, es denken ja viele, wir gehen nur aus Lust und Laune raus auf die Jagd, aber wir müssen ja auch einen bestimmten Abschuss erfüllen. Bei Schweinen bekommen wir das jetzt nicht vorgetragen, aber bei Rehwild, Rotwild zum Beispiel, werden alle paar Jahre Verbissgutachten gemacht. Das heißt, da geht dann der Förster raus aus in bestimmten Punkten, die auf der Karte raus festgesetzt werden, auf ein bestimmtes Raster. Und dann geht er raus, schaut sich den Bestand unten an, wie er gewachsen ist. Also es darf kein Zaun sein, keine Zäunung, es muss natürlich sein. Und dann in diesem Bereich zählt er dann praktisch die Pflanzen, die, wo der Terminaltrieb verbissen ist. Die Nebentriebe sind eigentlich nebensächlich. Der Terminaltrieb, der oben drauf sitzt, wenn der verbissen ist, dann wird dann eben gezählt, auf dieser Fläche sind 10 Pflanzen verbissen, 20 Pflanzen verbissen. Und daran schauen die dann, der Wildbestand ist vielleicht zu hoch, zu niedrig, wobei da sind und dann auch viele Faktoren dann zusammenspielen, ne? Vom Verbiss her. Und danach du dann praktisch das Land oder das Landratsamt vorschreiben, wie viel Rehe ich schießen muss, wie viel Böcke, wie viel Kitze, wie viel Geißen oder wie viel Hirsche, wie viel Kälber, wie viel Alttiere, wie viel Schmaltiere. Und das muss ich dann eben auch in meinem Abschussplan danach weisen. Wenn du es jetzt nicht erfüllt hast? Wenn ich es jetzt nicht erfüllt habe und ich sage, ich habe es nicht geschafft, dann wird es hingenommen, aber wenn es dann öfters vorkommt, dann sagen die auch, der kümmert sich nicht richtig drum. Jetzt wollen wir zum Beispiel einen körperlichen Nachweis. Das heißt, dann jedes Reh, jeden Hirsch, was du schießt, musst du dann vorzeigen irgendwo. Erstmal ist es eine Ordnungswidrigkeit. Okay. Drüber oder drunter? Und nach 3 Jahren kann dir von unserer Jagdbehörde dann ein Jäger bestellt werden, der an deinem Auftrag in deinem Revier das erledigt, deinen Devin, Auftrag du erledigt das und du hast den Jäger zu bezahlen. Und das kann teuer werden, wenn du dann nach den Stundenlohn zahlst und wenn, manchmal, wenn du dann manchmal siehst, wie viele Stunden wir jetzt stell sie oben drauf für, ne? Für eine Sau, wir haben hier gestern auch mit 2 Jägern. Gestern haben Steffen und ich morgens 4 Stunden gesessen. Ich bin nicht unbedingt. Abends waren 3 Jäger draußen, wieder 4 Stunden. 3x4, erst 2x4. Und jetzt, heute hat Steffen, ja, ist er auch raus, 1-2 Stunden. Und jetzt mit der Arbeit 3 Stunden, bei den Kühen raus. Ja, und dann hast du da mal eben einen Arbeitsaufwand von, was der Geier, einer Woche Dienst einer Firma. Und das musst du dann bezahlen. Ja, und es ist ja dann auch noch, wir gehen ja auch nebenher auch noch auf die Arbeit. Und dementsprechend ist dann auch manchmal auch die Zeit knapp, man ist verheiratet, man hat Kinder, die wollen auch was von einem haben. Ne? Und da will man dann eigentlich dann auch so gut wie möglich rausgehen und will dann eben auch Beute machen. Drum war es mir eigentlich damals auch so wichtig, wo ich zu dem Thema Bushcraft gekommen bin, ich wollte eigentlich mehr Aufklärungsarbeit machen, ne? Dass die Leute dann eben auch wissen, wir gehen nicht einfach nur draußen rum, wie die Bekloppten und tun alles umlegen, sondern dass es eben auch einen Sinn hat, dass wir nicht nur zur Entspannung da draußen sitzen, sondern dass es auch einen Grund hat. Und dass da vielleicht dann auch ein bisschen
positives Denken dann von anderen Leuten dann entgegenkommt. Ne? Ja, vor Jahren war auch, wir haben die Jäger da gerade so im Buschkraftbereich, wir haben, glaube ich, ganz viel durch unsere Aktivität im Forum dazu beigetragen, dass ein ganz anderes Verständnis inzwischen herrscht der Jagd gegenüber. Gerade wenn man, ich weiß noch am Anfang, weißt du noch, da hast du als Jäger nur was gesagt und dann haben sie losgepoltert. Heute ist es so, wenn du in irgendein Buschkraftforum einer reinkommt, so ein Neuling, und sagt was gegen die Jagd, dann kriegt er gleich von irgendwelchen Leuten, die nicht mal jagen, also da zwar affin sind, auf jetzt durch die Aufklärungsarbeit kriegt er gleich Gegenwind. Es wird im Keim erstickt. Also die Leute haben es in dem Bereich verinnerlicht und da haben wir ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet durch Forenarbeit. Steffen, was macht mit den Innereien? Wie kannst du dich jetzt, da kannst du dich drin reiben. Was macht ihr damit? Die kann man entweder in die Tierkörperbeteiligung geben, wenn man jetzt zum Beispiel diese Schweineschätz hat, oder eben zum Fuchsluder rausbringen. Aber da muss ich dann eben in einen Köderschachtel irgendwo rein, dass kein anderes Schwarzbild drankommt. Ja. Also Fuchsluder, nochmal zur Erklärung. Steffen? Der Fuchsluder ist eigentlich eine Futterstellung, kann man es bezeichnen, wo ich dann diese Aufbrücke dann von regelt oder dann auch die Abfälle dann hinbringe, die Decken oder so. Man sieht es ja oft dann auch im Forum, wo dann einer ein Foto macht von irgendeinem Schädel oder einem Knochen. Ich habe da was gefunden. Das kommt dann oft daher, dass der Fuchs wahrscheinlich an einem Fuchsluder dran war und hat da so ein Fetzen rausgezogen. Also die tun es dann auch dann vor Ort fressen. Die tun dann das Zeug dann teilweise hunderte von Meter dann irgendwo dann verteilen. Hauptwildbejagung Fuchs. Machst du noch mal? Ja, ich tue jetzt selber am Fuchsluder, wo wir das Zeug hinbringen, tun wir nicht bejagen. Ne? Mhm. Dass da eigentlich nur die Reste dann verwertet werden. Aber ihr macht auch wenig mit Niederwild in eurem Revier. Ja. Also bei uns im Norden ist es so, dass man auch oft einfach, wenn man jetzt da hinten an der Ecke einen Hochsitz hat, man hat heute das geschossen, legt es raus aufs 50 Meter vom Hochsitz. Die Raubwildbejagung ist ein massiver Teil zur Hege, nennen das die Jäger, dass eben das Raubzeug klein gehalten wird und dadurch Hase, Rebhuhn, Wachtel, Fasan und so weiter, dass die besser aufgezogen werden können, also dass die Seen nicht so viel Feinde haben, so viel Jagddruck haben, und dadurch hast du dann einen höheren Bestand an Niederwild in deinem Revier, indem du Raubzeug eben massiv bejagst, logisch. Um das Ganze dann noch effektiver zu machen, als einfach nur auf den Acker dann zu legen, wenn ich jetzt weiß, ich will mich dann heute Abend zum Beispiel da und da hinsetzen, könnte ich auch so einen Aufbruch nehmen, mache den in so ein Kartoffelnetz rein oder irgendwas, mache ein Bändel rum und mache ein paar Schleppen. Das heißt, ich gehe von dem Punkt, den ich habe, jetzt hier der Draht hier, und dann ziehe ich dann aber von meinem Punkt, wo ich sitze, vielleicht so 20, 30 Meter, je nachdem, was ich für ein Kaliber habe oder ob ich mit Schrot schieße, dann von dem Punkt wegwärts. Dadurch wird die Witterung, die ich da auf den Boden reingebe, immer weniger. Aber der Fuchs oder das Raubwild, was dann kommt, der mir dann auf diese Pferde raufkommt, für den wir dann praktisch, je näher er an mich rankommt, für den wir dann die Witterung stärker. Das heißt, ich komme immer näher ran an das Stück. Ne? Und wenn ich dann hier zum Beispiel sitze, kann ich hier dann so sternförmig dann meine Schleppe ziehen und setze mich dann da drauf, und wenn der Fuchs dann hier außen oder Matter, was auch immer, Waschbär, Dachs, da rumstreunert, Zaun gehen auch sehr gut auf Aufbruch, wenn ich jetzt Rehwild zum Beispiel geschossen habe, so ein Rehwildaufbruch an die Saugkehrung hingelegt, ist eigentlich ein Schmackofatz für ein Schweinchen. Also du hast auch viele erfahrene Schweine, was auch oft vorkommt, Lars hat es vorhin auch gesagt, wenn du da ansitzt und du schießt, dann ist es auch schon teilweise vorgekommen, dass da nach dem Schuss dann ein Keiler angekommen ist, weil die dann gewusst haben, da gibt es Futter, da ist Aufbruch da, da kann ich was holen. Also so ist das, geht das ein. Oder auch wenn ich jetzt abends zum Beispiel, ist mir da auch schon passiert, abends ein Stück Rehwild beschossen, nicht gleich gefunden, und dann suche ich nicht in die Nacht hinein, sondern warte bis am nächsten Morgen, um das Stück danach zu suchen, dann suchst du nach, dann findest du entweder gar nichts oder nur noch das halbe Reh, dann haben die Sauen das Teil schon aufgeräumt. Darum ist es mir eigentlich, ich habe es eben heute früh auch gesagt, wenn ich jetzt zum Frühansitz rausgehe, da jage ich in den Tag hinein. Da, wenn ich was anschieße oder
oder es macht noch ein paar Fluchten, dann kann ich das Tageslicht abwarten und kann da schön sauber suchen und habe alle Zeit der Welt, dann einen Hundeführer anzurufen. Wenn ich das abends dann mache, dann muss ich dann mit der Taschenlampe rumsuchen. Kann zwar dann den Hundeführer dann auch anrufen, wenn ich es dann nicht selber schon gefunden habe, und muss dann aber für den nächsten Morgen dann einen Termin ausmachen. Da wird dann erst mal die Nacht unruhig, weil man dann wirklich nicht weiß, habe ich das Stück jetzt nur krank geschossen oder liegt es jetzt 50, 100 Meter irgendwo in der Hecke drin? Kann ich es doch verwerten? Ist es nicht vielleicht dann doch schon verhitzt? Also es wird, wenn man, sagen wir, wenn man selber ein Gewissen oder irgendwas hat und auch noch ein bisschen Gefühl der Kreatur, dem Wild gegenüber, dann schläft man da eigentlich keine 5 Minuten. Dann wälzt man sich hin und her, macht sich Gedanken, wie bin ich abgekommen, warum ist es so weit gekommen? Und da ist es mir dann eben, früh gehe ich dann lieber raus, weil ich dann in den Tag hinein dann jage. Ne? Verantwortlichkeit eben auch. Das ist sowas, wie siehst du das, Steffen, mit Jagd ist sehr viel, man muss seinen Mann stehen. Man kann sich nicht, viele Leute, was erlebe ich immer mehr, also im allgemeinen Leben, auch in sozialen Netzwerken, alle sabbeln und prangern an, aber selber, wenn es drauf ankommt, übernehmen sie keinerlei Verantwortung mehr. Bei der Jagd kannst du dich nicht rausreden. Ne? Ist die Kugel aus dem Lauf, ist das dein Ding? Das hast du gemacht. Alles, was danach passiert, und sei es, es hätte ja ein Abpraller vom Baum, du hast doch auch, weißt du noch letztens mit dem Abpraller, was du erzählt hattest, wo denn ein Fußgänger ganz woanders lang ging? Es war ein Geocacher gewesen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Probeschuss machen, um zu sehen, ob die Waffe schießt. Bin auf eine Wiese gegangen, die war 100 Meter lang, habe mir da meine Zielscheibe in die Wiese reingestellt und dann denkt mir eigentlich, so ein Boden nimmt die Kugel auf. Hab 3 Schuss gemacht und nach meinen 3 Schuss die Zielscheibe wieder reingeholt, steht einer auf dem Weg und filmt mich. Dann sag ich, warum willst du mich denn jetzt filmen oder fotografieren? Ja, sie schießen hier rum, das hat noch ein Nachspiel, aber ich sag, ja, ich darf das. Ja, ja, das wirst du schon noch sehen. Ich hol die Polizei. Ich sag, ja, mach doch, ich habe ja nichts Verkehrtes gemacht. Dann kam tatsächlich die Polizei und es waren dann wirklich 3 Abpraller da gewesen, wo mir dann auch selber anders geworden ist. Der ist da hinten rein, hat sein Cage da gesucht, Nachmittag oder mittags um 11. Und ich habe auf die Wiese da geschossen, die Kugeln sind alle in den Boden rein, man hat einen Kugelriss gesehen, nennt sich das, wo das Geschoss in den Boden reinfährt, und war dann so lang ungefähr, die hat man dann gesehen, aber die Kugeln, obwohl ich von Fußbodenhöhe vom Hochsitz 4,50 Meter plus die Brüstungshöhe 90 cm, habe ich auf knapp, es waren 90, 95 Meter runter geschossen, vom Winkel her gab es dann trotzdem Abpraller. Und wir sind dann mit der Polizei dann auch hinten in den Wald reingegangen, wo der Geocacher war. Und dann hast du dann in der einen Buche dann gesehen, dass auf 1,10 Meter Höhe war ein frischer Einschlag gewesen von dem Querschläger. Und da wird er selber erstmal anders, ne, wo du dann erstmal überlegst, wie es war, hat eigentlich alles gepasst. Der Polizist hat dann gemeint, ja, müssen Sie dann beim nächsten Mal halt dann aufpassen, wenn Sie schießen. Ich sage, ja, guter Mann, wenn ich heute Abend hier draußen gewesen wäre, die Zielscheibe war auf der Höhe. Also noch nicht mal besonders hoch, sondern es war ein ganz normaler Karton, die Höhe, wo ich da runter geschossen habe, wenn ich heute Abend da gesessen wäre und ein Fuchs wäre gekommen, das Geschoss hätte den Fuchs genauso durchschlagen und hätte mir dann auch den Querschläger dann fabriziert. Also da muss man dann auch auf der jagdlichen Seite dann auch wirklich aufpassen, wie setze ich meinen Schuss an. Also dann nie auf einen Kamm, auf eine Kuppe irgendwo hinschießen, ne? Oder dann auch zu weit aufs flache Gelände, wenn ich jetzt am Pirschen bin, gerade oben im hohen Norden oder so, wo ich dann keine Bodenunebenheiten habe. Ne? Da ist ja wirklich dann alles flach und eben, da habe ich keinen Kugelfang hinten dran. Da kann ich dann eigentlich gar nicht schießen. Da kann ich eigentlich nur von einem Hochsitz aus oder ich mag es dann auch öfters, dass ich mich hier oben drauf setze, ne? Dann habe ich die Plattform da drauf, dass ich dann eben einen Kugelfang habe. Gerade auch bei der Ernte, ja. Rapsfeld wird abgeerntet, Maisfeld wird abgeerntet. Da stehen immer noch viele unten am Boden und schießen dann. Da habe ich dann meine Querschläge. Mache ich gar nicht mehr. Ich fahre an das Rapsfeld dran, steige da oben drauf, da habe ich mein Hockerchen oben. Und dann stehe ich dann schon mal 1,60 Höhe plus meine Körperhöhe, wenn ich dann stehe. Und dann habe ich einen ganz anderen Schusswinkel auf das Wild, was dann rauskommt. Weil du hörst dann auch selber, dann, wenn du dann irgendwo dann bei einer Erntejagd stehst. Und wenn du dann schon mal so diese Pfeifen hörst, ne, dann ist das Geschoss ziemlich nah. Und ich habe es selber auch schon ein paar Mal gehört. Ne? Andersrum sein Mann stehen. Ja. Auch, ne? Ja. Ich bin als Gast in einem Revier bei Steffen letztes Mal der Knopfer.
wo der, ja, da habe ich falsch geschossen, falsch angesprochen. Das geht aber auch manchmal sehr schnell. Aber ich bin dann auch zu seinem Vater und ich habe Scheiße gebaut. Bernd sagt, ja, Jagdleben, wer keine Fehler macht, ist kein Mensch. Aber erstmal stehst du da und du kannst nicht einfach weggehen. Du hast ja das Stück Wild. Sein Vater und Steffen, die wissen, ich bin hier im Revier, ich bin draußen, ich bringe was mit. Und das ist nicht genau das Richtige, was gerade so angesagt ist. Heißt, ich habe was einen Fehler gemacht. Also da gibt es nicht rausreden und so, ja, das war ja, und du musst dann sagen, Kacke, habe ich falsch angesprochen. Man muss einfach, man steht seinen Mann. Und das vermisse ich in der heutigen Zeit immer mehr, dass die Leute keinerlei Eigenverantwortung haben und sagen, ich habe mal bei einer Drückjagd, habe ich das falsch angesprochen, da habe ich einen Spießer geschossen, einen Dammwildspießer. Der war, ich habe die Spieße nicht gesehen, der stand frei. Nee, das muss schon. Drückjagd ist doch schnell, es waren aber keine Spießer frei. Ich habe kein jagdliches Vergehen begangen, nur der Förster hat gesagt, keine Spießer. Du wirst aber vor der versammelten Mannschaft rausgeholt. Ja, wir haben ja hier gesagt, und dann stehst du vor denen und du wirst getadelt. Das würde viele, viele Menschen würden sich ganz schön, man schämt sich, man steht dafür ein, was man macht. Ein Mann, ein Wort, finde ich, ist auch so ein Ding, was mit Jagd zu tun hat. Und nicht so ein Wischi-Waschi-Gelaber, was heutzutage überall hier und da und ja, du hast doch und immer Schuld wegweisen. Geht nicht, geht hier nicht, weil du hast das Licht da, du kannst dich nicht rausreden, wenn das jetzt ein Muttertier ist und das Gesäuge ist Bahn und du weißt, du kommst dann an, ja, und dann hast du gerade ein Muttertier gestreckt, was ein jagdliches Vergehen ist. Du hast dann Frischlinge im Wald, die keine Mutter mehr haben, verenden. Das ist Kacke und dann kriegst du auch, selbst wenn du das selber verantwortest in deinem Revier, wenn es ein anderer sieht, das ist Assi. Macht man nicht. Und, ja, aber man steht dafür ein. Aber hinterher, auch wenn man das Fehler begangen hat, weil das passiert jedem, kann auch passieren, dass man Muttertier schießt, weil man einfach, das ist äußerst schwierig. Schwarzwildbejagung ist eine Erfahrungssache, massive Erfahrungssache. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine andere Nummer. Das fehlt vielen heutzutage, dieses für ihre Sachen einstehen. Selbst in Firmen habe ich das erlebt, wo das immer die anderen, denn dann war es der andere, wo die nicht dafür einstehen. Selbst in höheren Hierarchien wird es dann nach unten durchgetreten. Hier kann man nichts nach unten durchtreten, zu anderen die Schuldzuweisungen machen. Das ist man selber. So mal eben, Jagd ist auch was Archaisches, was Ehrliches. Archaisch in der Form ist es auch, es ist Nervenkitzel. Jeder, der sagt, er ist nicht immer... Es gibt sowas, ich bin nicht mehr so, dass ich da zitternd stehe, weil ich ein Reh in die ewigen Jagdgründe gebracht habe. Aber es gibt auch Momente, wo du einfach hinterher wieder, oh, da bist du aufgeregt, du hast Adrenalin. Jagd ist auch, jeder der nur erzählt, ja wir, diese ganze immer nur Fleischnummer und wir jagen nur, natürlich jagen wir, weil wir das tolle Fleisch essen wollen, aber es ist auch was Besonderes, was Großartiges. Was Archaisches, es ist Nervenkitzel, es ist urwüchsig, man lebt. Man merkt, man lebt. In allen Facetten. In dem Moment, wo man jagen geht, hat man Verantwortung. Man nimmt ein Leben, man denkt über das Leben auch anders nach, finde ich manchmal. Wie geht dir das? Mir? Pardon? Ja, finde ich auch. Und da, wo ich jage, da ist die Jagd halt sehr anders. Also ich weiß die teure Jagdtiere eigentlich nicht. Ich habe früher in Deutschland nicht gejagt. Ich jag halt ein Stück Großwild im Jahr, also ich bin ziemlich Amateur sozusagen, auch ja. Im Jahr, weil einfach dann, ne, wir schießen halt nicht so viel wie hier. Bei mir ist diese Aufregung auf jeden Fall da, also du siehst auf einmal, du kommst um die Ecke und da steht halt der Elch oder du sitzt da und hinterher zitterst du dir einen ab. Und da geht dir die Pumpe halt in dem Moment, so, das ist schon das ist schon wie ein Bungee-Sprung, so, also das ist wirklich wie ein Bungee-Sprung. Und ich finde, na, man schießt dann das Tier, so geht es mir halt. Ich freue mich darüber, das ist bedeutend für mich, weil du gerade gesagt hast, für Fleisch. Also ich gehe definitiv für Fleisch jagen. Ich versorge das mit meiner Familie. Das ist ein Tier pro Jahr. Davon leben wir ein Jahr.
Das liegt dann da, darüber ist halt Freude da, aber in dem Moment finde ich, also mir geht das auch so, ich bin dann traurig darüber, dass ein tolles Tier auch getötet worden ist. Ist also, ich finde, das ist so ein emotionales Rauf und Runter in dem Moment. Also Freude, aber ich sehe natürlich auch, das Tier stirbt da, wenn das nahe ist, ne, da ist das Blut irgendwie und das Tier röchelt irgendwie noch und so. Das ist auch jetzt nicht irgendwie so, was so, das ist ja cool oder so. Aber natürlich die Freude, also es ist echt so rauf und runter. Und es gibt Momente. Super spannend. Auf jeden Bei uns Fall. Hier in der Jagd ist oft, also immer mehr wird das durch diesen Großmaschineneinsatz in der Landwirtschaft, gibt es Momente, die seinen Jägern harter Tobak getrieben. Wenn ihr ein kleines, also das Niedlichste, was es für mich gibt an Tier, ist ein Kitz. Es ist so süß. Und wenn ihr hinkommt mit euren Hunden und sucht nach oder ihr geht über eine Wiese. Und das möchte man keinem eigentlich, möchte man nicht sehen. Wenn man dann ein Kitz sieht, dem die Beine abgemäht wurden, was ohne Beine im Feld liegt und nur fiebt und klagt und du nimmst dann dein Messer und machst dann dem Tier den Coup de Gras, den Garaus, den fängst es ab, da kommen mir die Tränen. Das sind auch Momente, die ich hasse. Und da frage ich mich dann auch gerade, unsere Landwirte werden immer gieriger, immer mehr Großmaschinen, die sagen kaum noch den Jägern Bescheid. Auch das sollte man eigentlich auch von außen mal anprangern. 500.000 kostet der Drescher, 380.000 der große John Deere, ein Thermo-Wärmebild-Suchgerät im Front, was mit einer langen Lanze vor dem Gerät hält und sobald eine Wärmesignatur kommt, sofort in die Bremsen geht. Würde das vielleicht 5.000 Euro kosten oder 3.000? Die Elektronik dafür im Großeinsatz würde günstig sein. Kann man mal hinterfragen, warum denn diese gierigen Landwirte sich da nicht auch ein bisschen für die Natur einsetzen und für den Tierschutz? Weil das passiert jedes Jahr zu Hunderttausenden im Frühjahr mit der ersten Mahd. Und was ich auch schlimm finde, wenn man jetzt einen Windunfall zum Beispiel hat, dass der dann auch unverzüglich gemeldet wird von demjenigen. Ich hatte letztes Jahr den Fall, da kam ein Bauer zu mir, direkt am Ort, sagt, Steffen, kannst du mal bei mir in den, in die Gerste reinschauen? Ich glaube, da waren die Schweine drin. Und die Schweine gehen normalerweise recht selten in die Gerste rein, weil die Krallen dran haben. Das biegt den scheinbar irgendwie im Rüsselchen oder so, das mögen sie nicht. Aber du hast gesehen, von unserer Gartenanlage aus, da gehen Spuren rein, aber total schweineuntypisch reingehen. Dann habe ich am ersten Tag mal rüber geschaut, schauen wir das an, da ist nichts gesessen, das ist einfach nur umgedrückt. Vielleicht ist einer durchgelaufen, mit seinem Hund spazieren, der Hund ist rein, hat ein Tennisbällchen reingeschmissen und der ist da drin rum, hat mir nichts draus gemacht. Am nächsten Tag war ich wieder bei unseren Hühnern und im Garten und schaue wieder so an den Gegenhang, hey, scheiße, die Spuren sind größer geworden, was ist denn da los, das gibt's doch gar nicht. Ich musste dann doch mal rüber gehen. War dann zu kurz vor 12, gehe rüber rein und bin so den Spuren dann so hinterhergegangen und auf einmal siehst du, wie sich die Gerste bewegt. Denke, oh scheiße, da ist was drin. Was ist denn da? Ne? Bin erst, weil du nichts gesehen hast, bin ich von dem Dachs oder Fuchs irgendwas ausgegangen, ne? Bin hinterhergegangen, aber was lag drin? Eine Geiß. Also ein Muttertier, die hatte auch noch eine angezogene Spinne gehabt, die hat jemand angefahren und da waren das Becken komplett gebrochen, die konnte sich nur noch auf den Vorderläufen fortbewegen. Und es hat keiner gemeldet. Wenn das jetzt irgendwo anders im Wald oder so passiert wäre oder in Mais oder sonst was, dass man das Stück gar nicht gefunden hätte. Was so ein Stück da aushalten muss an Schmerzen, erstens mal die 1-2 Kitze, die sie vielleicht irgendwo liegen hat, die sind sowieso dem Tod geweiht. Und dann auch noch das Stück, was er selber für Schmerzen hat. Ne? Also da sollte man dann auch wenn man vielleicht besoffen Auto gefahren ist, kann man ja dann auch anonym bei der Polizei anrufen und kann sagen, pass auf, ich habe da und da was überfahren oder dort und dort wurde was überfahren, auch nicht mal selber. Aber dass zumindest die Polizei oder der Jagdwächter Bescheid gesagt bekommt, dass da was überfahren worden ist, dass wir dann auch nachschauen können. Ne? Du hättest 2 Tage lang dem Tierleiden ersparen können. Und ich weiß nicht, ich habe mir noch selber nie einen Knochen gebrochen, aber es sind wahrscheinlich hier welche dabei, die einen Knochenbruch schon mal hatten. Ich denke mir mal, das tut bestimmt nicht gerade gut, wenn man da irgendwas hat, gerade hier in der Hüfte. Und die Schmerzen, die das Stück hat, also möchte ich nicht selber haben. Und da sollte man auch, wie Matthias dann eben sagt, auch sein Mann oder seine Frau stehen und sagen, ich habe da was angefahren.
Es passiert natürlich, man kann da nichts machen, man fährt eine Landstraße entlang. Man kann höchstens eventuell mal seine Geschwindigkeit dann in der Nacht, in der Dämmerung dann eben anpassen, dass man da nicht unbedingt durch ein Waldstück mit 150 in der Nacht durchfährt, auch wenn man seinen Kumpels dann, die wir mit auf Bade gehen, vielleicht mal seinen V8 oder sonst was zeigen will. Aber da kann man dann auch mal mit 70, 80 durchfahren und ist. Und die Augen aufmachen, so am Straßenrand, man sieht ja teilweise dann auch erstmal die Lichter, die reflektieren und kann dann auch dann schon mal bremsen. Und kann da dann auch schon mal dann entgegenwirken. Ne? Und was auch, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn man dann in der Lage ist und das gerade sieht, abblenden. Weil sonst bleiben die halt einfach stehen. Man sieht es oft bei Feldhasen, die kann man eigentlich auch recht gut ärgern, wenn man da entlang fährt. Die tun sich irgendwie anhand von diesem Lichtkegel dann auch orientieren. Ne? Also da, wenn du nicht abblendest, die springen dir dauernd, gerade wenn du den Feldweg entlang fährst, springt dir dauernd vors Auto. Du denkst, oh, jetzt ist er in den Graben rein oder in den Wald und kannst weiterfahren. In dem Moment kommt er wieder rausgesprungen. Und wenn du da hergehst und du dann auch mal ab und zu mal blinken, dann ist der total verwirrt. Ne? Also daran abblenden oder das Licht auch ausmachen, wenn man jetzt eben ein gutes Standlicht oder so hat und fährt gerade auf der öffentlichen Straße, dann das Licht so gut wie möglich ausmachen und dann den Hasen oder das Stück dann erstmal abspringen lassen.